Ich glaube, das ist eine ganz gute Forderung. Veröffentlicht mehr offene Daten. Das habe ich an dem Wochenende wieder unglaublich oft gehört. Bezieht sich natürlich nicht nur auf die Daten der Deutschen Bahn oder generell auf das Thema Verkehr, sondern auch auf städtische Daten. Das haben auch ein paar Unternehmen gemerkt, dass Daten ziemlich wertvoll sein können und sich das Konzept Smart City ausgedacht, also dass alles irgendwie vernetzt ist und dann kann man ja alles super schön auslesen und die Daten dann irgendwas Schönes draus machen. Dass die nicht offen sind in diesem Modell, das ist ziemlich klar. Und trotzdem wollen wir was anderes. Und deswegen gibt es da mittlerweile ziemlich viele Initiativen, die sich dagegen stark machen. Einige Projekte auch der Open Knowledge Foundation, JugendHakt hat auch einen ziemlich starken Fokus auf eben offene Daten. Und offene Daten können natürlich auch auf verschiedene Arten verschickt werden. Eine Technologie, die gerade ziemlich, die immer mehr eingesetzt wird, ist dabei LoRaWAN. Und was das genau ist und vor allem, was kann man damit machen? Schon mal kleiner Spoiler, es hat auf jeden Fall mit Sensoren in der Stadt zu tun. Das erklärt jetzt die nächste Gruppe. Das erklärt LoRaSense mit Emil, Fabian, Kilian und Jonas. Ja, unser Projektteil. Ja, unser Projekt heißt LoRaSense und es geht da um eine Wetterstation, die sämtliche Daten messen kann und eben nicht nur sehr wenige wie die meisten Stationen und die dann eben auch noch praktisch eben einem im Internet quasi gibt, dann, dass man die von überall aus abrufen kann. Und die Vorteile gegenüber anderen Wetterstationen sind zum Beispiel, dass man die Lautstärke gut anzeigen kann und dass da auch ein Sensor für die Lautstärke drin ist. Zusätzlich, dass die ganze Wetterstation klein und kompakt ist und deshalb auch portabel. Und die ist auch stromsparend, deshalb die kommt mit wenig Strom gut aus und man kann eben alles live auf einer Webseite abrufen. Also kommen wir zur Umsetzung. Wir haben TTN-UNO-Sensoren für die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und Lautstärke benutzt. Wir haben ein Arduino programmiert und dann LoRaWAN eingerichtet auf dem Arduino. Und wir haben ein Webinterface erstellt mit Node.js. Jetzt kommen wir zum Aufbau. Wir haben einen Lautstärkesensor und einen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor, den, wie man hier sieht. Und die haben wir alle am Arduino Uno angeschlossen, wie man hier sieht. Gut, und jetzt zeige ich euch die Website. Also die Website ist so, dass man sieht immer ganz hier am Rand die aktuellen Daten, also links, und die werden jede 2 Sekunden erneuert. Wie man sieht, also Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Lautstärke. Und die Daten werden eben live aufgenommen mit dem Gerät hier vorne. Und dann werden die über LoRaWAN eben an der Antenne und damit dann ins Internet transportiert, womit wir die hier eben abrufen. Ja, das war unser Projekt LoRaSense und ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Stream muss kurz umgesteckt werden. Kann man sich mal selber vorstellen, ob man selber in dem Alter in der Lage gewesen wäre, einfach mal schnell die Luftfeuchtigkeit zu messen und dann irgendwie über Weitbereichsnetze rauszufahren?